Ja, hallo und guten Tag. Hier ist mal wieder der Odi. Es wird mal Zeit für ein neues Video. Heute fahre ich zum Schiffshebewerk in Richenburg nach Waltrop. Dort werde ich einige Videos drehen und euch mir bei dem Rundgang über das Schiffshebewerk Informationen geben. Gleich nach dem Intro geht's los. Bleibt dran. Der Odi. Das Schiffshebewerk in Richenburg war ein Schlüsselbauwerk am Dortmund-Ems-Kanal. Durch den Bau konnte der Dortmund-Ems-Kanal bis zum Dortmunder Hafen befahren werden. Ende des 19. Jahrhunderts boomte die Montanindustrie. Die Eisenbahn konnte die Kohle und das Erz nicht mehr alleine transportieren. So entschloss man sich zum Bau des Mittellandkanales. Da es aber viele Gegner gab, wurde nur ein Teilstück gebaut, nämlich der Dortmund-Ems-Kanal. Kohle wurde Richtung Emden transportiert, das Erz Richtung Dortmund. Im 1894 erhielt die Firma Handel und Lüg den Auftrag zum Bau des Hebewerkes. Im August 1899 wurde es durch den preußischen König Wilhelm II in Betrieb genommen. Bis zu seiner Stilllegung 1962 arbeitete das Hebewerk ohne größere Defekte. Das Schiffshebewerk wurde durch den Oberbaudirektor Karl Hinkeldey mit modernen Stahl- und Maschinenbautechniken errichtet. Der Trog kann Schiffe mit einem Gesamtgewicht von 3.100 Tonnen und 750 Tonnen Zuladung transportieren. Diese Stahlträger tragen den Schiffstrog. 5 Stück gibt es davon. Aufgesetzt sind die Stahlträger auf Schwimmkörper, die wiederum in die Wassertröge eintauchen. Durch den Auftrieb der Schwimmkörper wird der Trog in Waage gehalten. Die Auf- und Abwärtsfahrt wird durch die Wassermenge geregelt. Das Museum besitzt auch eine Sammlung von alten Kanalschiffen. Eins davon kann besichtigt werden, um sich ein Bild vom Leben der damaligen Schiffer zu verschaffen. Musik
Wer Lust hat, kann im Anschluss an den Museumsbesuch noch einen Ausflug auf den Dortmund-Ems-Kanal machen. Der Kapitän der Henrichenburg freut sich über viele Gäste. Nach der Schließung des Hebewerkes 1962 sollte es abgerissen werden. Durch eine Bürgerinitiative wurde dies verhindert. 1992 wurde das Museum eröffnet. Es gehört zum LWL-Industriemuseum und zur Rote Industriekultur. Bis zum nächsten Mal, der Odi.